So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, es ist mal wieder Sonntag. Das bedeutet, es ist gerade 14.02 Uhr, das heißt in knapp 58 Minuten, spätestens vielleicht ein paar Minuten früher, startet der Twitch-Livestream zu Rush Royale. Und dieses Video seht ihr dann nach dem Stream um ca. 18 Uhr. Und wir zocken ganz normal PvP-Modus, bisschen Gold-Event läuft noch. Gucken, ob wir hier heute mal einen vernünftigen Gegner bekommen. Okay, der hat einen Sensenmann mit drin. Okay, verstehe den Sinn. Aber da fehlt ihm natürlich der Chemiker. Er hat keine Felder hier, dass uns irgendwas runtergeboostet wird. Das ist schon mal gut. Er spielt auch keine Einheit. Eventuell gibt er direkt auf. Denn, ja, hätte er ruhig machen können. Ich denke, ohne den Chemiker im direkten Vergleich gegen den Chemiker sollte er eigentlich nicht gewinnen, außer der Sensenmann überrascht uns da. Aber mal schauen. Kommt natürlich auch immer eine kleine Prozentzahl an Glück an. Welche Bosse kommen, wie die Aufstellung klappt am Anfang. Und ja, wer halt einfach ein bisschen mehr Glück hat bei Merchant und Co. Er hat auch gleich das Glück, dass einer seiner Tesla in den Bonusfeldern steht. Ist natürlich auch viel wert. Ich ziehe den hier runter, dann haben wir hier eins wieder frei und er ist geladen direkt. That's good. That's not so good. Den hätte ich lieber hier stehen oder hier. Oder meinetwegen hier, hier. Aber nicht da drin. Ach, schwierig. Mal schauen. Den würde ich erstmal stehen lassen. Tatsächlich. Falls wir hier einen reinbekommen würden, dann könnten wir die Aufstellung auf jeden Fall nehmen da oben. Das wäre okay. Oh, schwierig. Eieiei, und jetzt? Was kommt da raus? Ja, wenigstens ein Dreier-Chemiker. Ist jetzt nicht mein absoluter Wunsch, aber es ist okay. Ich sehe aber gerade, wir haben wieder nicht gesehen, dass Tribunal hier gleich kommt. Das ist natürlich nicht ganz so nice. Das heißt, wir chillen jetzt mal. Wir machen nichts mehr kurz. Hier wird sowieso gleich das halbe Feld leider weggelöscht. Haben wir nicht ganz aufgepasst. 2, 3, okay, er hat glaube ich eine höhere Trixie wie wir auf jeden Fall. Ich glaube auf 10 ist die Minimum. So, mal gucken, wir können ja eigentlich noch schnell merchen. Jo, perfekt. Oh, zumindest hier steht jetzt eine Ritterstatue. Das ist ganz okay. Das können wir vielleicht noch ausnutzen später. Die beiden Felder sind blockiert hier, ich muss jetzt mal den Move hier machen. Damit wir auf jeden Fall erstmal die Chance wieder haben, in die beiden Felder reinzubekommen. Wäre natürlich nice, wenn jetzt hier oben noch einer reinkommen würde. Dann hätten wir hier eine schöne Dreierverbindung mit dem Chemiker an der Statue. Würde ich fühlen. Aber mal schauen. Ansonsten steht jetzt hier noch ein zweiter Tesla an der Statue. Und das ist dann halt die kleine Prozentchance, ne, auf die er gehofft hat, dass es bei uns nicht so gut läuft. Und was sich tatsächlich gelohnt hat für ihn. So, jetzt müssen wir einen Zweier Werdermeister bekommen. Oh, guck mal hier. Uiuiuiui. Wir opfern mal den hier. Ja. Den auf jeden Fall. Den nehmen wir auch direkt weg. Und den. Ich wollte gerade sagen, geht's wieder auf den Chemiker? Zack. Jetzt sieht's doch schon etwas besser aus. Wir müssen aber die ein bisschen boosten, weil wir müssen den Chaos weghauen, sonst ist nämlich vorbei. Deswegen opfern wir mal das Mana jetzt hier in die Power-Ups rein. Ah, Goldzelle, okay. Aber ist auch ein interessantes Deck auf jeden Fall. Den Sensenmann hätten wir auch auf höchster Stufe. Der ist natürlich auch technogene Gesellschaft, das heißt nochmal 10% mehr. Ist er doch, oder der Sensenmann? Ich glaube ja. Oder nee, Sensenmann. Ich laber Mist gerade, oder? Wir gucken gleich. So, jetzt müssen wir hier erstmal zusehen, dass wir wieder einen 1er Schreddermeister bekommen. Die beiden 2er. Ein 1er bitte. Hoppla, ja. Schreib mal dein Hoppla da. Freu dich. Und dann rechnen wir vielleicht am Ende ab. Jep, den nehmen wir. Hoppla, hoppla. Wir brauchen immer noch einen 1er. Schreddermeister, da ist er.
Isa. Wir gehen auf 3. 3 reichen aus. Okay, jetzt müssen wir den hier wegbekommen. Oder wir nehmen den hier und laden beide direkt auf. So viel zum Hoppla. Sieht doch schon wieder ganz gut aus. Ich bin gespannt, was seine Sensenmänner am Ende für Schaden gemacht haben. Vielleicht können wir uns das Deck sogar mal abgucken für den Stream gleich. Mal schauen. Sieht auf jeden Fall interessant aus, tatsächlich, muss ich sagen. T6 hat er. Nicht geladen, aber T6 ist schon mal am Start. Werden wir sehen. Hoppla ist natürlich auch, dass seine Goldzelle hier auf dem Schreddermeister steht, ne? Wenn die Zelle hier bei dem T6er wäre, wäre schon anders gut für ihn. So, der Assassin kommt in 8 Sekunden. Mia, na, kommst du her oder nicht? Na los. Darfst doch nicht fehlen im Video hier. Ja. Let's go. Haben wir weggesnackt, den guten. So, ich glaube, wir machen mal hier Platz. Oh, aber ein Zweier davon wegnehmen. Schwierig, aber ich würde hier gerne Platz haben am Vierer unten. Oh, das läuft sehr gut hier. Lässig. Okay, die beiden kriegen Upgrade. Ja gut, den können wir nicht direkt beeinflussen, ne? Ist eigentlich nicht so gut, dass der da so eingefercht steht, aber egal. Können wir jetzt erstmal nicht ändern. Ja, wir machen das, was er geladen ist zumindest. Virus, eieiei. Wir haben auch wieder unsere Virus-Taktik nicht beachtet, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen... Wir gammeln jetzt. Ich mache jetzt hier voll und wir hoffen, dass es eine der Einzeleinheiten trifft. Sonst hätte ich gesagt, wir müssen einfach abwarten. So, eigentlich so von einer prozentuale Chance ist es gar nicht so schlecht. Wir haben viele Einzeleinheiten. Gönn, bitte. Jawohl. Jetzt haben wir natürlich aber keinen 1er Schreddermeister mehr. Oh, sorry, Chat. Chat, ja. Kommentarbereich. Da ist der 1er. Geht nochmal auf ihn, okay. Crazy. Zack. Sehr gut. Der Chemiker könnte auch noch ein Upgrade kriegen, dann ist der da auch wieder geladen. Oder die beiden, okay. Muss man notfalls gleich einen opfern hier. Eieiei, der Tribunal hittet uns. Aber den kriegen wir hin. Wir haben jetzt zumindest den 5er hier geladen oben. Was erstmal wichtig ist. Jetzt haben wir ihn zum T6 gemacht. Mal gucken, wenn wir ihn geladen kriegen, hat es sich gelohnt. Und wir haben eine Dryad, das heißt gute Chancen, ihn zu laden. Wir müssen nur eine Einheit hier spawnen. Erstmal ganz egal welche. Vorher können wir ihn hier erstmal nochmal laden. Aber insgesamt, ja... Läuft's gut für den Gegner, muss man tatsächlich sagen. So. Ah, schwierig. Tribunal kommt nochmal, der wird uns auch wieder hitten. Das ist das Problem gerade. Oh, der steht gut. Ja, zumindest hat der hier... Zuerst den Tesla gehittet und dann die Statue sozusagen in Slow Motion. Das ist natürlich auch wichtig. Okay, wir warten kurz ab, aber wir schaffen den glaube ich nicht weg, bevor er uns hittet. Nee, bei Weitem nicht. Er hat einen T7 voll aufgeladen. Unser T6 steht zumindest noch, das ist wichtig. Das kann uns noch vielleicht den Arsch retten. Den T5 laden wir schnell. Chaos kommt. Ja, wenn Chaos jetzt auch hittet, so wie der Tribunal eben, dann ist es sowieso vorbei. Müssen wir mal schauen.
Ich wäre es, den hier auf T7 zu bekommen. Das würde vielleicht nochmal einiges ändern. Schaffen wir leider nicht. Eieiei. Sogar sehr, sehr ungünstig, dass es ihn getroffen hat jetzt. Aber wir mussten Zeit riskieren. Jawohl. 2 T6. Reicht es aus? Kriegen wir noch einen Upgrade hin? Jetzt bloß nicht auf den T6 hier unten. Das wäre sehr, sehr tragisch. Auf den oben bitte. Okay, T4. Zack, wir machen es so. Wir haben das Maximum rausgeholt, 2,4 Millionen. Ja, wir schaffen es. Gut. Wir sind nochmal back. Wir haben noch eine Chance. Gorgone, das Ding ist, Virus wird es entscheiden wahrscheinlich, aber er hat auch keine Antivirus-Aufstellung, sage ich mal. Ich glaube, die Sensenmänner, das ist wirklich gar nicht so verkehrt, ne? Ich glaube, sein Deck ist wirklich sehr, 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 sehr gut, tatsächlich. Ein Lob an den Gegner. Aber halt der Chemiker fehlt dann, ne? Der Chemiker fehlt dann. So, komm, mach da oben jetzt den T7 draus. Na, oh, er macht da den T7 draus. Oh nein. Wie bitter. Wir müssen jetzt eine der drei Einheiten hier treffen mit dem nächsten Upgrade. Wir jetzt oben den T6 treffen, dann ist sowieso vorbei. Oh, wir haben Glück. T7 ist da. Jetzt kann die Gorgone uns aber auch schon das Genick brechen, wenn sie unsere hohen Tesla direkt zumacht. Deswegen spawne ich mal noch zwei Einheiten. 45 Millionen. Ja, und er macht den T7 zu. Ah, es geht noch. Es geht. Wir können es noch packen, wenn er jetzt nicht den hier zumacht. Oh mein Gott. Der Gegner freut sich schon, weil er ganz genau weiß, dass er mega viel Glück gehabt hat. Muss man mal tatsächlich dazu sagen. Eieiei. Wenn wir den oben noch auf T7 kriegen. Ja, T8 gibt es leider nicht. Es ist krass, wie er locker mithält ohne Chemiker tatsächlich. Und er schickt uns auch noch diese Geister rüber, ne? Das ist ja auch nochmal krass. Ich weiß jetzt nicht, was die für Leben haben. Hat er auch 3 Millionen der Geist? Nee, oder? Nee, nee. Sieht man leider nicht genau. Ah, er gewinnt das Ding. Ganz klar. Können wir mal das Board ein bisschen voller machen. Aber diesmal wird er ja, keine Ahnung, 100 Millionen haben gleich der Boss. Gutes Spiel, ja. Tatsächlich, muss man ihm lassen. 120 Millionen. Krasse Runde auf jeden Fall. Das ist doch so unlucky, ne? Wirklich. Wie viel Glück kann man haben, dass er wirklich mit der ersten Gorgonenfähigkeit beide unsere Damage-Dealer ausschaltet? Das ist so unglaublich. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt. Okay, hat er doch 3500 Crit. Das ist natürlich einiges mehr. Trixie 17. Wir können uns das Deck trotzdem mal kopieren. Um es vielleicht selber mal auszuprobieren. Und sein Sensenmatter hat 490 Millionen Schaden gemacht. Krass. Krass, krass, krass. Ich hätte es gerne bis zum Schluss gesehen, tatsächlich. Also, ich hätte mal gern gesehen, wie weit man mit seinem Deck kommt. Und ob das jetzt wirklich nur am Glück lag, ein bisschen, oder ob es wirklich stärker ist als der Chemiker. Vielleicht wisst ihr die Antwort schon, weil wir es im Stream ausprobiert haben. Das ist immer so eine Sache hier im Sonntagsvideo, was vor dem Stream aufgenommen wird. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz der Niederlage. Gutes Deck gesehen vom Gegner auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Morgen mit einer neuen Fraktion natürlich. Neues Event. Und ja, da freue ich mich drauf. Irgendwie habe ich aber im Gefühl, dass es irgendwie eine Schamanenwoche wird. Fragt mich nicht warum. Aber ich habe es irgendwie im Gefühl. Naja, ich wünsche euch schon einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.